Hey, ich bin Joey, also herzlich willkommen zum neuen Horrorgame. Wir spielen jetzt 8888 Needle AL. Oh, es kommt doch noch Ton. Oh, das ist von den Entwicklern von Wardwell House, einem sogenannten Google Maps Horror Game oder Google Street View Horror Game. Ihr werdet noch sehen, was ich damit meine, falls ihr das alte Spiel nicht kennt. Das erzeugt allerdings eine ziemlich einzigartige Atmosphäre. Und wir machen ein neues Spiel. Ich glaube, es ist noch im frühen Stadium. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Spiel schon haben, ehrlich gesagt. Es kostet ungefähr 1,80 Euro oder so auf Steam. Könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Aber wir spielen es jetzt. Neues Spiel. Schon mal reingeguckt. Wie es denn so funktionieren solle hier. Und es funktioniert. Kapitel 1. Abschiede. Heute ist der letzte Tag und es wäre vielleicht nett, den blauen Himmel mal zu sehen, das letzte Mal, anstatt von diesem dicken Nebel, aber naja. Wie man dieses Spiel spielt. Sieh dich um und lies die Hotspots, in denen du reinzoomst und wieder rauszoomst, indem du mit der Maus darauf klickst. Sieh dich um für ein paar Sekunden, um fort weiterzumachen. Drücke Enter, um deine Einstellungen zu ändern. Okay. Ja. Also. Wir haben hier hinten was. Solche Hotspots können wir anklicken, aber wir können es natürlich umgucken. Ne? Und wie ihr seht, wir können es hier nicht frei bewegen. Es sind Fotos, aber es ist halt dieser Google Maps Style. Aber im Vergleich zu Wardwell House haben sie hier auch noch ein bisschen Dynamik reingebracht, wie mit diesem Nebel. Und den Geräuschen, sehr schön. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. Klick. Ich schätze, es ist ein ja, beschäftigter Tag heute. Oder ein Tag mit viel Arbeit. Ich muss jede Menge Einheimischen sagen, meinen Abschied mitteilen. Okay. Es können auch neue Punkte entstehen, nachdem wir einen Punkt angeguckt haben. Ich bin nicht fit genug für diese langen Spaziergänge. Meine alten Beine sind jetzt schon verbraucht. Das Englisch ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, ich krieg's mit der Übersetzung hin. Weil es ist so ein bisschen so Old English, habe ich das Gefühl. Oder Slang ist da drin. Die Wörter sind manchmal ein bisschen komisch geschrieben. Aber naja, mal sehen. Okay. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ich werde die Engel-Familie besichtigen als erstes. Und ein bisschen Zeit mit der Little Susie verbringen. Mit der kleinen Susie verbringen. Sie ist ungefähr 12 Jahre alt, mein Lieblingskind in der ganzen Welt. Sie ist genauso hübsch wie eine Peach. Pfirsich, wie ein Pfirsich aus Georgia. Hat immer ein großes Lächeln im Gesicht. Ich sehe sie sehr oft, dass sie ich sehe sie sehr oft lesen durch das Fenster hier. Sie hilft mir zu lesen und zu schreiben. Aber das bleibt einfach nicht in meinem Kopf hängen. Nicht mehr. Ich werde nicht mehr lernen, als wie man meinen Namen schreibt und ein paar Mal. Aber die Buchstaben drehen sich immer auf den Kopf. Okay. Was haben wir hier? Ich nehme diese Blumen hier für Susie mit. Das macht sie immer glücklich. Okay. Oh, was ist das denn da? Oh, wir können auch so übrigens reinzoomen, ne? Wir müssen nicht auf die Punkte zoomen.
Wir können uns auch so ein bisschen umsehen. Wenn wir irgendwas Spannendes entdecken hier. Oder im Himmel, keine Ahnung. Das ist da, wo die Kinder der Stadt spielen. Round this time, oh, spielen sie. Wahrscheinlich so Ringelreihe oder sowas. Aber ich sehe kein Zeichen von ihnen. Also sie sind anscheinend nicht da. Sie gehen normalerweise hier raus. Raisin Kane, keine Ahnung. Aber nicht heute. Also eigentlich sollten hier Kinder spielen. Ach, guck mal hier. Einmal haben einige Spieler in der Nähe von diesem Teich gespielt. Und sie haben jemanden da drin sich bewegen sehen. Okay, wir dürfen weiter. Oh, ich weiß nicht, ob es hier Jumpscares gibt oder so. Guck mal. Okay, hier gucken wir uns erstmal so um. Ja, wir kommen immer näher hier zu diesen Häusern, aber wo bin ich denn jetzt überhaupt hergekommen? Da hinten? Mal sehen. Als die Kinder näher gekommen sind, haben sie einen geflohenen Gefangenen gesehen. Ich tippe darauf, dass er angeschossen wurde, als er versucht hat zu fliehen, weil er war am Bluten und ganz schön viel davon. Direkt in dem Moment, als sie ihn erkannt haben, haben die Kinder angefangen, Steine auf ihn zu werfen. Oh, das sind aber. Jetzt sind wir. Ach, wir sind bei diesem Teich hier. Wir sind hierher gekommen. Hier runter. Und dann sind wir hier zu diesem Teich gekommen. Little Susie, bist du am Fenster? Nein, hieß sie Susie? Ich weiß es gar nicht mehr. Was ist damit da hinten? Einer der Steine landeten genau in einem seiner Augen und haben ihn geblendet oder blind gemacht. Dieser Bereich war einfach eine Pfütze, rote Pfütze. Das hat die kleine Rasselbande jedoch nicht gestoppt. Sie haben ihn ausgelacht, haben gesagt, beschmeiß den Arm, ja, farbigen, bis Susi rauskam. Sie hat den Kindern quasi die Hölle heiß gemacht, was sie da getan haben, und hat sie verscheucht. Oh, Kellerfenster. Nicht Keller. Susie hat dem Gefangenen gesagt, dass er sich hier in dieser Hütte, ist eigentlich ein Shed, also er scheint auch ein Keller, verstecken soll. Sie hat es niemandem gesagt, außer mir. Junge war in einer schlechten Verfassung. Oder Gefangene, denke ich mal. Okay. Oh. Was zum? Irgendwie schwinden mir die Sinne, habe ich das Gefühl. Okay, was haben wir hier? Nun, die Wachen haben die Blutspuren hier gesehen und haben herausgefunden, dass er sich in der Nähe versteckt hat. Sie haben ihn in dem Keller gefunden. Haben wir noch einen Punkt irgendwo? Was ist das denn da? Ein Schild mit einem Brot drauf? Okay. Hey, ist jemand zu Hause? Ich bin's, Godfrey. Sieh mal, ich habe einige Blumen für die kleine Susie mitgebracht. Das ist seltsam. Warum ist niemand zu Hause? Na gut, ich werde zurückkommen, wenn ich die anderen Bewohner besucht habe. Na, gehen wir mal dahin. Wir sind von da gekommen, glaube ich. Hier haben wir das nächste Haus. Warum?
Warum ist da eine Tür? Über der Tür. Was ist das da auch noch? Warum hat man denn sowas gemacht? War da eine Treppe? Naja. Das ist George Gradys Haus. Over yonder. Lass mich auf Wiedersehen zu ihm sagen. Over yonder? Schon seit immer? Oder irgendwie sowas? Aha. Warum? Wo ist jeder heute? Die ganze Stadt fühlt sich, als ob der Hund sie verlassen hätte. Und so ruhig. Ain't so much as a mouse tearing about. Irgendwas mit einer Maus, die irgendwas anstarrt. Also im Vergleich, wie das jetzt gemeint ist, keine Ahnung. Vielleicht sind sie alle beim Tempel, aber ich habe nicht gehört. Ich habe nichts von der Zeremonie gehört oder das, was stattfindet heute. Okay. Ich muss mal ein bisschen reinzoomen. Vielleicht findet man ja irgendwas. Da ist auch noch ein Keller. Hey George, bist du zu Hause? Ich bin's, Godfrey. George und seine Ehefrau oder Frau, seine Mrs., haben seit bestimmt 6 Jahren versucht, ein Kind zu bekommen, ohne Erfolg. George hat quasi sein Leiden mit unserem Herrn geteilt. Vater Glorious Anne wurde gesagt, seine liebevolle Ehefrau zum Tempel zu bringen für eine besondere Segnung mit dem Vater selbst. Nun, das ist jetzt schon 9 Monate her und ich würde gerne wissen, ob sie einen gesunden Jungen geboren hat. Ja, so geht das, ne? Ist einmal gesegnet und kriegst direkt einen gesunden Jungen, was auch sonst. Einfach nur ein weiterer Tag. Ich sehe George noch hier sitzen und irgendjemanden der Bewohner zu sagen darüber, dass die Stadt nicht mit weiteren Lügen beschmutzt werden soll oder so. Er sagt, das Vertrauen ist zerbrochen, dass wir alle uns erheben sollten. Wir wurden zu lange Zeit belogen. Das waren seine Worte. Belogen, worüber? Über diese Zeremonie oder sowas? Über den Tempel? Was meint er denn mit Tempel? Der Wind ist weg. Es ist so still. Das ist das Haus von Miss Wilson. Es ist eine alte Witwe, die sich um mich für viele Jahre gekümmert hat. Sie hat mir alles über Religion erzählt, aber sagte, dass sie nicht erlaubt ist, zu den Ritualen zu gehen, weil sie böse sind. Sie ist eine gute Köchin. Niemand kann so gut kochen wie sie. Direkt am nächsten Tag hat sie so viel Essen zur Zeremonie mitgebracht, dass es ja, das Wasser, einem Mann das Wasser im Mund zusammenläuft. Tarts und Kuchen und Sandwiches. Sandwiches. Und ich weiß nicht, was noch alles. Tarts sind, glaube ich, Törtchen. Törtchen und Kuchen und Sandwiches. Sound ist kaputt. Warum ist es so still? Das beunruhigt mich irgendwie.
Natürlich hat keiner von uns Stadtbewohnern viel gegessen, weil es den Ältesten des Tempels zuerst serviert wurde. Und den Tempelwachen haben es auch gekriegt. Nach und nach, bis wir an der Reihe waren. Und es war nicht mehr viel übrig, außer ein paar Krümel. Dieses Haus zerfällt und ist in einem schlechten Zustand. Ich hätte Mrs. Wilson zuhören sollen und hätte es anmalen sollen, als die, also anstreichen sollen, streichen sollen, als ich meine Chance hatte. Aber mein Hirn kann sich nicht mehr so gut daran erinnern. Ist das Letzte, was ich hätte tun können, um mich für ihre Dankbarkeit, ja, ihre Dankbarkeit zurückzahlen zu können. Ja, wieder gut zu machen. Wie heißt das, wenn man sich dankbar zeigen will, glaube ich. Irgendwie. Ah, hier ist sie und sitzt in dem Fenster. Hey! Howdy! How do you do? Wie geht's dir, Miss Wilson? Vielleicht bietet sie mir eine Tasse Kakao an. Das ist meine Lieblings, ja, Behandlung. So werde ich am liebsten behandelt oder bedient. Und ich schwöre, dass ich das letzte Mal, dieses letzte Mal, das genießen werde. Ist sie denn da wirklich? Ich sehe sie da gar nicht. Okay, gehen wir mal rein. Gehen wir ins Haus? Oha, guckt euch die Details an, du. Guckt euch die Details an. Warum ist es so still? Es ist so still. Machen Sie auf, Miss. Ich denke daran, Sie schon seit Monaten, seit dem Morgen zu besuchen. Es ist endlich gut, jemanden in dieser Stadt zu sehen. Ma'am, ich bin's, Godfrey. Ich habe Sie am Fenster gerade gesehen. Hallo? Warum? Q Hilkins. Irgendwas ist nicht richtig. Ist es schon geschehen? Ich weiß nicht, was Gew Hilkins heißt. Was soll geschehen sein? Ein Grab, oder? Ich denke, ich werde zu Ernest, Ernest reden. Er ist ein schwarzer Diener drüben bei Richter Revels Haus. Selbst wenn eine Zeremonie im Tempel ist, ist es sicher, ist es so sicher wie der Himmel, dass Ernest nicht dazu eingeladen wurde. An Gedenken an Catherine Wilson, 1810 bis 1885, Witwe von John Wilson. Okay. Wann das wohl spielt? Ich würde sagen, 1900, früh, irgendwann 1930er vielleicht, 1920er oder noch älter. Nein, das muss noch älter sein, wenn er noch einen Diener hat, einen Schwarzen. Ja gut, kann natürlich auch Sklaverei endete mit. Abraham Lincoln, der lebte 1800. Wann war der Präsident? In den 1870er, 1830er, 50er, ich weiß es nicht. Dieses Haus hier gehört dem Richter Revel. Er ist auch als bekannt als der Gründungsmitglied des Tempels. Sie sagen, oder sie nennen immer, sie sagen immer, I'm in Father Glorious, been friends since childhood. Okay.
Sie sagen, es ist wie ein Vater, Vater Glorious. Und wir sind Freunde seit der Kindheit oder irgendwie sowas. Schüsse in der Entfernung. Okay. Wer hat da geschossen? Der Richter ist der Vater von beiden. Ne, ein Pärchen von ganz gewöhnlichen Bauern aus Needle, Alabama. Aber sieh sie nun an. Einer ist jetzt der Richter des Countys und der andere ist unser lieber Vater Glorious. Okay, Father Glorious, also anscheinend der Chef hier von der, von dieser, vom Tempel oder so. lass dich in die Hände des Herrn geben, sodass er dir den Weg zeigen kann. Vater Glorious sagte das in einer Zeremonie vor ein paar Tagen oder am nächsten Tag. Was ist da? Das vertraute Geräusch von rauschenden Blättern in dem Wind macht, dass ich mich so einsam und so traurig fühle, als ob die ganze Welt jetzt tot ist und fort. Glücklicherweise wird Ernest mir sagen, wo die ganze Stadt hingegangen ist. Ich würde gerne auf Wiedersehen sagen, weil niemand weiß, was morgen passieren wird. Okay, was wird denn morgen passieren? Schüsse in der Entfernung. Okay. Wo kommen die Schüsse her? Aus dem Haus nicht, oder? Schönes Haus. Großer Schornstein. Früher musste man noch viel Feuer machen, ne? Na, mal sehen. Hallo, Ernest? Ich hätte gerne den Spruch noch gelesen. Oh mein Gott, wer schießt da auf mich? Hör auf zu schießen! Ich bin es, der alte Godfrey! Doggone it. zeig dich wahrscheinlich. Wer ist da draußen? Ich verstecke mich besser hinter dem Haus, bevor ich noch erschossen werde. Okay. Es wackelt alles. Ich muss mich ruhig hinsetzen und extra ruhig sein. Ich zittere am ganzen Körper und ich kann nicht aufhören damit. Sieh dir meine Hände an. Die wollen einfach nicht aufhören zu zittern. Okay. Können wir uns im Haus verstecken? In der Stadt haben sie darüber geredet, dass dieser Tag kommen wird. Die meisten der Bewohner haben ihr Vertrauen verloren, aber sie sollten ruhig bleiben. Sie wussten ganz genau, wozu die Tempelwächter fähig sind. Fußschritte in der Nähe. Ich muss verschwinden. Ich muss irgendwo hin. Schnell weg. Gott, bitte rette mich. Ich hoffe, ich bin hier sicher. Ich muss mich nur beeilen und nicht so viel so leise sein wie ein Squeak. Keine Ahnung, wie eine Maus. Squeak. Wir haben George Grady gesagt, dass er nach mehr
Mack. Dass er nicht mehr weitere Fragen stellen soll. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist. Nachdem all die anderen quasi an dem Vater gezweifelt haben. Der Tempel hat seine Ohren überall. Jetzt sieh dir diese Scheiße an, in die wir geraten sind. Frei übersetzt. Können wir irgendwie ins Haus rein? Im Keller verstecken? Oh, da. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich glaube, die Wächter sind zurück zum Tempel gegangen. Na, hoffentlich. Lass mich nochmal versuchen, ob Ernest zu Hause ist. Mein altes Herz pocht so wild. Das ist nicht gut für mich. Treppe rauf. Bitte, Ernest, ich flehe dich an zu öffnen. Ich bin geschockt. Sieht so aus, als ob sie immer noch hier sind. Ich muss mich schnell verstecken. Okay, da runter. Vielleicht in den Keller? Verdammt, das ist abgeschlossen. Das ist auch abgeschlossen. Oh! Fußschritte eines Wächters, der in der Nähe läuft. Wo kann ich hin? Da oben. Oh Gott, bitte, mach, dass sie weggehen. Ich muss mal nachsehen. Okay, wir können wieder hoch, noch runter. Die Blätter. Ein Wind kommt auf. Wie werden wir die Wächter los? Da ist wieder dieser Scheißnebel. Okay, was haben wir hier? Möge Gott diese verdammten Wächter verfluchen. Ich hoffe, dass sie zurück zum Tempel gegangen sind. Das erklärt allerdings immer noch nicht, wo die ganzen Bewohner sind. Jeder ist einfach nur weg, verschwunden im Nebel. Das ist alles, was ich weiß. Man muss sich schon drauf einlassen auf das Spiel, ne? Wenn man das tut. Ich weiß nicht, ob es so rüberkommt, aber ich bin drin. Der Bauer Jim lebt in dem Haus hier unten. Neben der Scheune. Neben der Tür. Er kennt sich gut aus und ist ein Gläubiger von Vater Glorious. Er hat nicht einmal eine Zeremonie oder eine Predigt vergessen, verpasst in dem Tempel. Er hat immer seine besten weißen Baumwollklamotten an für das Ritual. Er sagt, er war bei allen Ritualen. Okay. Was klopft da? Es klang gerade so, klopfte einer in der Scheune. sag bloß, dass wenigstens sein Pferd hier gelassen hat. Oder noch nicht mal sein Pferd hier gelassen hast. Ein Chaos. Out of in here. Seen any sign of life. Ich sehe kein Zeichen des Lebens.
Als ob der Himmel nach meiner Seele greifen würde. Ich fühle mich schrecklich alleine und leer. Was sind das für Schritte? Ich hätte schwören können, ich habe Fußschritte gehört. Schnell mal dahin. Ich werde verfolgt. Da sind keine Tiere drin. Kein Pferd, keine Kühe. Einer von Jims Kühen hatte ein Kalb, das kürzlich geopfert wurde. Jim hätte es persönlich geopfert. Sein Vertrauen in den Vater. Ja, um das Vertrauen in den Vater zu beweisen. Viele der Bewohner der Stadt haben Jim in letzter Zeit die kalte Schulter gezeigt. George Grady hat uns gesagt, vorsichtig zu sein, was wir ihm sagen, weil Jim der einzige ist, der loyal zum Tempel ist. Jim hat sich schrecklich verändert, seitdem er ein Gläubiger wurde. Er war früher nicht so. Ah, sehr schön. Das Scheißhaus. Ein zerfallener Stench. Stench? Oh, nee, Geruch ist das, glaube ich. Ein verwesender Geruch kommt aus dieser Hütte. Ich frage mich, welche Überreste Jim da reingetan hat, aber es ist, ja, es verwest bereits und gibt einen ekelhaften Geruch von sich. Oh, Holz ist aber genug da. Keiner braucht dieses Feuerholz mehr. Es liegt hier schon unberührt seit Jahren herum. Na, hat der Jim wahrscheinlich einen fetten Haufen reingelegt, wenn das da so stinkt. Die ganze Stadt hat hier in diesem Filz. Nee, warte. Post. Die ganze Stadt wird hier morgen in diesem Feld sein, auf jeden Fall. Am Decivis Day. Decivis Day. For the Decivis Day. Decivis, keine Ahnung. Vater Glorious hat seine starken Visionen in diesem selben Feld vor 20 Jahren. Engel sind niedergekommen und haben ihm ja die heilige Erleuchtung oder Wiedergeburt gegeben. Das war der Tag. Was? That was the day regular old. Das war der Tag, an dem der normale alte Avery Chartwright unser Vater Glorious wurde. Ah, okay. Der gewöhnliche alte Avery Chartwright wurde dann unser Vater. Also, Vater Glorious ist Avery Cartwright. So, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Alles klar, wir dürfen weiter. Ja, man lernt schon einiges über diese Stadt. Und wohin jetzt? Sind wir jetzt auf dem Feld? Das ist nur eine Eiche, glaube ich. Ich dachte erst, da steht einer. Ich sitze hier oft und starre den Himmel an. Vielleicht, um diese Engel mal zu sehen. Sie sagen, Vater Glorious schwarzes Haar ist sofort aschweiß geworden, nachdem er sie gesehen hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Jim einmal getroffen habe, nach den ersten der Ritual. Er hatte einen verrückten Look in seinen Augen. Ja, seine Augen sahen sehr verrückt aus, quasi. So wie das eines Verrückten oder eines Mörders. Er hat nach Rauch und nach Verbranntem gerochen und hat immer wieder gesungen, Glory, 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 like a raving lunatic. Achso, wie ein singender Wahnsinniger.
Er hat danach Fieber bekommen oder war fiebrig danach für fast eine Woche. Das klingt ja alles nicht so gut. Ich höre Feuer. Das war mal Vater Glorious Haus, aber jetzt gehört es dem Wächter Henry. Er sagt, dass es eine gute Idee ist. Ich gehe rüber zu Cartwright. Ich gehe rüber zum Cartwright-Gefängnis und vielleicht wissen die, was hier los ist. Ich bin sicher, dass der Gefangene immer noch in der Nähe ist. Ich hoffe, dass ich nicht zum Narren gehalten werde, quasi. Oh! Wait, what? Warst du gerade schon da? War das nur eine Vision? Ist das wirklich passiert? Ja, die haben sich technisch schon ein bisschen weiterentwickelt nach Wardwell House. Kapitel 2: Dämonen. Ich habe den langen Weg zum Gefängnis gemacht. Ich kann nicht glauben, dass es früher meine täglichen Wege waren zu meiner Arbeit für so viele Jahre. Meine Beine sind auch nicht mehr, was sie mal waren, stand da, glaube ich. Oh, wir haben Lens Flare. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ah, die Wolken sind schön. Okay, aha. Hier können wir was gucken. Das ist aber auch schon alles. Hey, Billy! Ist dein alter Freund Godfrey. Ich habe mich schon nicht mehr lange zur Arbeit gemeldet. Also, komm nicht auf Ideen. Hörst du? Mach schnell auf. Ich muss dir was erzählen über die Stadt. Warum fehlt er? Warum sind denn alle weg? Nur aus Neugier habe ich kein Zeichen von ihm gesehen. Nun, Billy war schon immer faul. Vielleicht hängt er einfach nur irgendwo rum und schläft. Ein Schlüssel? Drei Punkte einfach nur. Okay, da geht's nicht weiter. Ist aber ein komisches Gefängnis hier, oder? Ich war der Hausmeister in diesem Gefängnis für viele Jahre. Billy hat immer mein Ohr voll gelabert mit all diesem Gossip, mit all diesen Gerüchten in dieser Welt. Er hat so verdammt viel geredet, dass sogar einige der Gefangenen mir gesagt haben, Hund bellt in der Entfernung. Ich will ihn. Bin einfach zu langsam für diesen Text. Schade. Hundi! Oh, mein lieber Herr. Oh, mein guter Gott. Oh, mein Gott. Ich habe nicht eine einzige Person den ganzen Tag gesehen. Aber es klingt so, als ob es dieser verdammte Hund Stonewall ist und dass er immer noch lebt. Und es ihm gut geht. Ich hoffe sehr, dass er morgen nicht mit uns mitkommt. Ich hasse all die Wachhunde hier, aber keiner ist schlimmer und so gewalttätig. Dass er Stonewall quasi in Schatten stellen würde. Das Gerücht sagt,
dass er von Kuba gekauft wurde. In Kuba gekauft wurde. Es wurde bestätigt, dass er schon als Hündchen jeden Tag fast verhungert wäre und nur einen Snack gegeben wurde, wenn er einen Schwarzen verfolgt hat. Gejagt hat. Er wurde so oft geschlagen, dass sich seine Haut schon verdickt hat. Ja, vernarbt hat. Nun wird er schon verrückt, wenn er einfach nur einen Schwarzen sieht. Egal ob Mann oder Frau. Er würde alle fressen oder irgendwie sowas. Oh. Was haben wir hier Schönes? Warum? Er wurde so brutal, dass er dass sie the muzzle off im. Ja, sie haben quasi nie den ach, ich glaube, muzzle ist wahrscheinlich so ein Maulkorb. Also, er wurde so gewalttätig, dass er fast nie den Maulkorb abgenommen bekommen hat, weil die Wachen Angst hatten, dass er sie beißen würde. Der arme Hund. Okay. Okay, was haben wir hier? Tor. Ich hatte wohl Pech eines Tages, dass ich in der Nähe der Kennel, des Kennelbereichs sauber gemacht habe. Und Billy hat vergessen, den Mundschutz wieder auf ihn zu machen. Nun, dieser gottverdammte Stonewall hat mir ein Stück von meinem linken Bein rausgebissen. Und seitdem laufe ich jetzt ja mit einer Prothese rum. Ist eine Limp-Prothese? Oder hinkig? With a limp? Walking with a limp? Keine Ahnung. Da oben waren immer zwei Wachen in dem Turm. Aber ich sehe kein Zeichen von ihnen. Ich sehe auch kein Zeichen von ihnen. Billy hat mir gesagt, dass diese Wachen Abe vor einigen Wochen getötet haben, als er versucht hat, abzuhauen. Er war schon älter als 80 und er wusste, dass er erschossen wird. Vielleicht war das sogar sein Ziel. Das ist mal ein wirklich altes Gefängnis. Boah, dieser Ort, der wird immer schrecklicher und abgewrackter, seitdem sie mich gefeuert haben. Billy sagt mir, dass ich der beste Hausmeister war, der diesen Ort je gesehen hat, aber jetzt fällt alles zusammen. Warum nur? Sieh dir diesen ganzen Verfall überall an. Oh, ich habe eine Theorie, vielleicht sind wir ja tot. Vielleicht sind wir ja schon tot und durchwandern noch einmal unser Leben, um sich alles anzugucken oder so. Ich kann mich daran erinnern. Sie haben es mitgenommen an dem Tag, als sie Arbeit gemacht haben. An dem Professorkopf. Selbst der Richter Ravenel ist aufgekreuzt. Um ihn in eigener Person zu sehen. Seltsame Dinge, die man hier feiert. Ist da ein Loch in der Tür oder was? Ah, wir können einen Brief lesen. Oh. Mehr Interaktion. Na, mal sehen. An den ehrwürdigen Vater Glorious. Ich habe schon früher an Sie geschrieben und der Grund ist ein weiteres Konvikt, ein weiteres, ja, ein, ach,
Ja, etwas, was er will. Sie sind sich bewusst, dass unsere Firma Convicts from Chartright Prison sich ausleiht. Convicts, ich weiß es nicht, sorry. Und wir bezahlen quasi faire Dollar, einen fairen Dollarpreis dafür. Nicht zu erwähnen, dass ich selber ja den Tempel Geld spende. Wie auch immer, unsere Bitte nach 300 weiteren Convicts wurde nicht stattgegeben und wir benötigen sie dringend für mehr Schwarze. Von den 400, die wir ja ursprünglich uns ausgeliehen haben, ist schon die Hälfte verschwunden und die Arbeit auf den Eisenbahnschienen hat sich dramatisch verlangsamt. Ja, unsere Anteilhaber sind nicht glücklich. Ich bitte Sie darum, ja, meine Bluntness zu entschuldigen. Bluntness, keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Aber ein letztes Mal senden Sie uns bitte mehr Schwarze, Darkies. Meint ihr das so? Oder wir müssen uns anderswo umsehen. Respektvoll, J.L. Smith, Chairman Montgomery, South Railroad Corp. Ah, die Strafgefangenen, die hauptsächlich Schwarze waren, mussten damals die Eisenbahn bauen. Die Eisenbahnschienen, ich glaube, es war sogar wirklich so. Ich muss jetzt echt mal gucken, was Convicts heißt. Wait. Ich will es einfach wissen. Convicts. Ich brauche so eine Live-Übersetzung. Sträflinge, Häftlinge. Was sitzt denn im Knast, ne? Ich hätte jetzt gesagt, Prisoner ist, aber Convicts scheint ein anderes Wort dafür zu sein. Also mehr schwarze Sträflinge will er haben für den Gleisbau. Lass mich zu dem Wächter Henry gehen und mit ihm reden und sehen, ja, was er meint. Die meisten der Stadtbewohner sagen, dass der Wächter Henry keine böse oder schlechte Person ist, aber dem stimme ich nicht zu. Selbst als er noch ein Plantagenbesitzer war, war er dafür bekannt im ganzen Land, wie brutal er seine Sklaven behandelt hat. Okay. Also ich schätze mal, Sklaverei ist wahrscheinlich so vorbei, kürzlich vorbei. Aber trotzdem wurden die natürlich noch, ja, entsprechend schlecht behandelt. Der Wächter Handy, Henry. Ja, hier, weil ich hier gerade, ne, geguckt habe. Der Wächter Henry war dann ein Colonel während des Bürgerkriegs. Und ich glaube, dass ihn das weiter hart gemacht hat zu dem, was er jetzt heute ist. Kein Schwarzer hat sich so schnell bewegt, wenn sie den Wächter Henry vorbeikommen hören. Ja, gefürchtet. Okay, read letter. Lieber Henry, es hat meine Aufmerksamkeit erregt, dass der Alabama State Senator Robert Barnes eine spezielle Kommission gegründet hat, um die Anfragen, ja, um quasi die Behauptung von Missbrauch in dem Gefängnis zu untersuchen. Ich bezeuge, dass das quasi Disabled Smart Alec from Ohio to see to it that he gets what is deserving. Ich bin davon überzeugt, dass es von diesem Disabled Smart Alec, keine Ahnung, von Alec, das würde ich jetzt sagen, ein Name. Es wurde auf jeden Fall geleakt von Alec von Ohio. Also es sieht so aus, dass er nun bekommt, was er verdient.
kontrolliere die Toten und die Folter in dem Gefängnis seit einigen Tagen. Und ja, um Himmels Willen, mach die ganze Einrichtung sauber. Die englische Sprache hat keine ausreichenden Wörter, um den schlechten Zustand in dem Gefängnis zu beschreiben. Ja, mach auch die Schwarzen sauber und mach sie zumindest vorzeigbar für die Kommission, wenn die Kommission kommt. Ich bin unter Druck der Legislatur quasi, ja. Und selbst Avery möchte gerne das Ende dieser Kommission sehen. Aber bis dann, ja, bis dann, bis ich von dir höre. Ich verbleibe dein am meisten ernsthafter Judge Thomas Revenant. Revenant. Revenel. Revenel. Okay. Reverend. Weiß auch nicht. Ich werde ganz doll von den ganzen Übersetzungen. Okay, also irgendjemand sollte die Zustände im Gefängnis untersuchen. Und er wurde jetzt an, er hat das mitgekriegt. Und er soll hier jetzt alles auch auf Hochform bringen. Okay, dieses Büro ist so unglaublich gemütlich verglichen zum Rest des runtergekommenen Gefängnisses. Ich habe hier auch manchmal gesessen, wenn ich sauber gemacht habe und die Wächter nicht hier drin waren. Weg von all dem Chaos und der Brutalität und Gemeinheit der Zellen. Okay, wo müssen wir jetzt? Warte mal, wir sind... Oh, noch ein Brief. Oh, wo liegt denn noch ein Brief? Mein liebster Freund Avery, ich bete, dass dich dieser Brief findet in bester Gesundheit. Ich bin nicht regelmäßig im Tempel gewesen in den letzten paar Wochen, aber es ist nur, weil ich so beschäftigt war, weil ich so viele Gefangenen für unsere stillen Benefiz gebraucht habe. Also, ja, keine Ahnung. Ich bitte dich darum, das zu deiner Aufmerksamkeit zu bringen, dass der Senator Barnes und die Kommission gerne das Gefängnis ja untersuchen wollen. Wir müssen diese Kommission, ich weiß nicht, was Quell heißt, durch Proteste von den Stadtbewohnern irgendwie unterdrücken. Ich schätze, dass du die Stadt bereits gegen die Schwarzen aufgeheizt hast. Vielleicht eine Vergewaltigung, gefolgt von einem Ritual, wird die Stadt quasi rasend machen. Sagt der Stadt, dass Barnes und die Kommission all diese schwarzen Vergewaltiger und Mörderer befreien will, freilassen will zu ihren Frauen und ihren Kindern. PS, der junge Mary ist gerade 14 geworden. Oder die junge Mary ist gerade 14 geworden und ist eine ganz schöne Schönheit. Ich wäre wirklich froh, wenn du etwas arrangieren könntest zwischen uns während der nächsten Zeremonie. Immer dein treuer Begleiter, Thomas Revenel. Oh Gott, ey. Was sind das für Zustände hier? Also der Richter versucht diese Untersuchung irgendwie zu vermeiden, indem er die Stadtbewohner ja, aggressiv machen möchte gegen die schwarzen Häftlinge. Und meint dann gleichzeitig, dass ja so ein Mädel 14 geworden ist und er gerne mit ihr, ja, weißt schon, ne? Da wächst eine Angst in mir, dass es bereits schon passiert sein könnte. Wegen Billy, dem Wächter, ist auch, weil Billy der Wächter auch nicht mehr hier ist.
Was wird mit dem, was mir mit dem, ja, was mir, was wird mit mir Altem passieren, wenn jeder schon weg ist? Die Schwarzen müssen in ihren Zellen sein, weil Vater Glorious sagte sehr oft, dass nur wir Weißen dahin gehen werden. Lass mich die Zellen überprüfen. Meint er, dass sie in den Himmel steigen werden? Oh Gott, was ist denn das für eine Sekte, ey? Oh Gott, das sind die Zellen, das sieht schon übel aus. Dieser Zellenblock fühlt sich tot an und hohl, so wie alles andere heutzutage. Ich habe sonst immer Schreie gehört. Und Weinerei, Stöhnen und Schreie. Aber diese Stille fühlt sich so gruselig und deprimierend an. Es ist schweißtreibend heiß. Und ich werde so langsam durstig. Ich verdurste fast. Ich sollte mich hier hinsetzen, nachdem ich herausgefunden habe, was hier vor sich geht. Okay, da können wir gucken. Diese Zelle ist leer. Man kann irgendwie rausgucken. Oh Gott, was sind das für Zellen? Was sind das für schreckliche Zellen? Ich hätte keinen Spaß, diese Zellentoiletten zu putzen. Sie waren überfüllt mit Schmutz und der Geruch war schrecklich. Aber ich habe meine Pflicht erfüllt, weil ich ein guter Hausmeister bin. Normalerweise waren 20 Gefangene in diesen Zellen. Sie schwitzten und scorchten Humidity. Keine Ahnung. Einer von den Gefangenen, Titus, der hier festgehalten wurde, war immer freundlich zu mir. 20 Leute in so einer Zelle. Und ein Klo. Ach du Scheiße, ey. Er war mal ein Sklave, aber er hatte keinen Ort, wo er hingehen konnte, als er freigelassen wurde nach dem Krieg. Eines Tages hat er unter einem Baum gesessen und hat seine eigenen Gedanken gemacht, bis der Sheriff ihn verhaftet hat. Für irgendeine Kleinigkeit. Nee, für Vagrancy. Für umhervagabundieren. Und, ja. Ist so erdrückend alles. Richter Ravenel hat Titus dafür 5 Jahre gegeben. Er wurde an eine Plantage vor ein paar Monate nach freigelassen oder übergeben, wo er und 10 andere Gefangenen ja hingebracht wurden, um einen Sumpf trocken zu legen. Da unten in Jackson County. Ich habe gehört, dass sie für Tage angekettet waren in einem knietiefen Pool mit ja, Zeug, mit Dreck, Mack, keine Ahnung. Viele haben Malaria von den Moskitos bekommen und Mücken haben sie permanent aufgegessen. Oh Gott. Ich will nicht weiter in dieses Gefängnis gehen, das ist mir zu deprimierend hier. Die Sonne von Alabama hat Titus dann so durstig gemacht, dass sie selben schmutziges Schlammwasser getrunken haben, in dem sie schon gestanden haben und quasi ja auch reingemacht haben seit Tagen. Viele
Viele von ihnen sind krank geworden, aber Titus hat es rausgeschafft. Nun, er wurde wieder hier zurückgeschickt, nur ein paar Wochen später, weil der Besitzer der Plantage meinte, es fehlt was. Und er ist hinter ihnen hergegangen eines Abends. That spooked her and she complained to her husband. Ach so. Nee, hinter der Ehefrau von ihm ist jemand hergegangen. Und das hat sie quasi angemacht. Und sie hat sich bei ihrem Mann beschwert. Titus hat mir gesagt, er wollte sie nur nach Wasser fragen. Und er wusste nicht, was er falsch gemacht hat. Ein paar Tage nachdem Titus wieder zurück war, hat Vater Glorious uns allen gesagt, dass eine Zeremonie stattfinden soll. Weil ein junger schwarzer Mann es gewagt hatte, eine weiße Frau zu vergewaltigen. Und es sollte Gerechtigkeit für die weiße Frau bringen. Das ist so Ku Klux Klan mäßig. Sie haben ein Ritual abgehalten, wo Titus eingeladen war, aber ich bin nicht hingegangen, weil ich habe Mrs. Wilson versprochen, dass ich niemals dabei zusehen würde, dass er war nicht älter als 15. Nochmal wieder in der Zelle. Was? Oh. Was war das? Sah gerade aus wie ein Museum. Aber noch immer ich in dieser Zelle bin. Es macht, dass ich quasi Herzschmerzen bekomme und dass mir komisch wird. Hier war ein Gefangener, der mal ein Freund von mir wurde. Sein Name war Isaac. Aber ich habe ihn immer nur im Professor genannt, also Professor. Er war noch nicht mehr hier aus dem Süden. Er war ein Zeitschriftenschreiber, quasi ein Redakteur aus Ohio. Er war der einzige, ja, Schwarze, der in der Schule war, den ich jemals gesehen habe. Oder Gelehrte vielleicht, schooled. Nun, er ist hier runter in den Süden gekommen, um zu schreiben, aber so wie die Dinge halt gelaufen sind, 10 Jahre nachdem der Bürgerkrieg geendet ist. Der Richter mochte es nicht, dass er hier in unserer Stadt herumlungerte. Ja. Ein Brief. Höchst respektabler Senator Barnes. Ich nehme mir die Freiheit, ihn zu beschreiben, in die schrecklichen Konditionen zu beschreiben, die ich bezeugt habe von den Gefangenen hier in dem Cartwright-Gefängnis in Needle, Alabama, denke ich mal, AL, Alabama. Die Gefangenen wurden schrecklich gefoltert und täglich gefoltert. Sie wurden dann rausgelassen, um ja für Profit Arbeit zu leisten.
so wie quasi legale Sklaverei. Die Arbeitsbedingungen in diesen Firmen sind unterirdisch und viele sagen, dass sie von Erschöpfung und Malaria und Gott, ey. Wenn man zu wenig getrunken hat, dann ist man dehydriert, ja, betroffen sind und von Schüssen verwundet worden. Fast keiner der Gefangenen hat es jemals zurücklebend ins Gefängnis geschafft. Senator, ich möchte, dass Sie, ja, ich möchte Sie to urge, ach Gott, ey. Ich möchte Sie drängen, dass Sie und Ihre anderen Alabama, ja, Abgeordneten quasi diesen unwürdigen Ort, den Sie Gefängnis nennen, ja, quasi auflösen. Richter, Sheriff und die Polizei sind Teil von diesen, von dieser Verschwörung oder von diesem, ja, von diesem Pack. Du wirst oder sie werden keine weiteren Briefe mehr von mir bekommen, weil ich fürchte, dass sie bald leased out soon or worse, keine Ahnung, dass sie bald entlassen werden oder Schlimmeres. Freundlichen Grüßen, Isaac Jones. Also gab es dann vielleicht doch Ärger hier, ne? Weil die Gefangenen so behandelt haben. Der Professor wurde beschuldigt, dass er ein Hühnchen gestohlen hat und hierher geschickt von dem Richter Revel für 10 Jahre. Aufgrund von Diebstahl. Ich habe niemals direkt herausgefunden, was quasi ein, ja, gebildeter, warum ein gebildeter Mensch ein Hühnchen stehlen sollte. Aber es war eben sein Wort gegen das eines weißen Farmers, eines weißen Bauerns. Tja. Mit der Zeit hat er anderen Gefangenen quasi Sachen erzählt und wie die Dinge in Ohio so laufen. Oh Gott, und ihre Köpfe baut Mambo Jumbo like Freedom an. Ja, Rechte für Schwarze. Nun, Billy hat mit seiner großen Klappe quasi ist er zu dem Wächter gegangen. Aber selbst obwohl der Professor gesagt hat, er soll ruhig sein mit solchen Ideen. Ne? Also in Ohio lief es wohl anders. Da hatten die Schwarzen wohl mehr Rechte als da unten im Süden. Und das hat er den anderen Gefangenen erzählt. Und der ist dann direkt zum Wächter gerannt, weil sie hier wahrscheinlich Freiheit oder Rechte oder, ne? Fand der Wächter wahrscheinlich gar nicht geil. Am nächsten Tag wurden alle Gefangenen in diesen Bereich gebracht. Und die Wächter, einer der Wächter, hat den Professor aus seiner Zelle gezogen. Der Richter Revel kam sogar vorbei und hat einen schönen Extraplatz bekommen. Der Rest von uns mussten dann stillstehen und zusehen. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen, was mit dem Professor passiert ist. Ich will es gar nicht wissen. Oh nein, was ist das denn? Der Professor wurde festgekettet hier auf diesem Stuhl. Ein Doktor wurde hereingebracht. Und er sagte irgendeine Art von Experiment mit Festhaken an großen Kabeln an dem Kopf des Professors. Der Doc hat einen Schalter umgelegt, der Elektrizität durch ihn durchleitete. Ich habe hier schon eine lange Zeit gearbeitet, aber ich habe niemals jemanden so schreien hören vor Schmerzen und Leid, so wie ich es an dem Tag hörte.
Ich kann mich an den schrecklichen Gestank von verbrennendem menschlichen Fleisch erinnern, das in der Luft lag. Elektrischer Stuhl oder was? Der Professor war niemals wieder derselbe. Er hat nur irgendwelche Wörter gestammelt, die keinen Sinn ergaben. Er hat einfach nur ins Leere gestarrt. Mit komischen, ja, Ausdrücken in seinem Mund. Das ist, was mit den Schwarzen passiert, die zu viel denken hier drin. Das ist das, was der Wächter gesagt hat und die anderen damit gewarnt hat. Ich habe seine Leiche in den Zellen ein paar Tage später gefunden. Das klingt fast wie ein Geständnis, ne? Wenn das wirklich das Ende ist und alle weg sind und er ist noch da. Er erzählt so von seinen Sünden oder von den Sünden, die er miterlebt hat, die er vielleicht hätte verhindern können. Diese schrecklichen Erinnerungen machen, dass ich mich schlecht fühle. Ich will einfach nur bei der Zeremonie in dem Tempel sein, wo Vater Glorious uns immer Hoffnung gibt. Ich habe gerne auf dieser Fensterbank gesessen. Oh mein Gott. Das ist Stonewalls Bellen. Und es klingt, als ob es in der Nähe ist. Ich kann so schnell nicht lesen. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich muss abhauen. Oh, ich zittere schon wieder. Ich kann mich immer noch an den Schmerz erinnern, als seine Zähne sich in mein Bein gebohrt haben. Bis zu dem Knochen hin. Drei Männer mussten ihn von mir wegzerren. Aber er hat das Fleisch direkt aus meinem Bein gerissen. Na, der ist doch nicht hier, oder? Ich habe die Wunde gereinigt. Viele, viele, viele Male. Und sie haben Stonewall an den... Achso, nein. Ich habe die Wunden gereinigt. Sehr oft, wenn sie Stonewall an den Gefangenen benutzt haben. Einmal war der Körper fast mit dem Kopf verbunden, weil er sich sauber durch den Hals gefressen hat. Es hat mich fast den ganzen Tag gebraucht, um das ganze Blut in dem Zellenblock wegzumachen. Oh, hier gibt's Licht. Gott, all die schrecklichen Erinnerungen an Stonewall fließen auf mich zurück. Fünf Gefangene haben einmal geplant, zu flüchten. Und die Gefangenen haben es rausgefunden und hat sie alle aufgereiht und hat sie nackt gemacht. Die mussten sich ausziehen. Sie haben die Köpfe miteinander... sie haben ihre Hände verkettet. Oh nein, ich kann Schritte hören. Die näher kommen. Ich kann nicht so schnell lesen. Ich muss mich wieder verstecken. Oh Gott, hier ist dunkel. Ich will hier nicht bleiben. Ich will hier nicht bleiben. Glück gehabt. Ich kann mich hier nicht den ganzen Tag verstecken. Er wird mich eh riechen. Er hat bereits mein Blut geschmeckt. Ich weiß, er wird sich nicht einfach mit meinem Bein zufrieden geben. Ich bin schon so gut wie tot. Und ich muss jetzt diese Zelle genau jetzt verlassen. Hört
sich so aus, als ob er zum anderen Ende des Gefängnisses gegangen ist. Also werde ich hier lang gehen. Ich muss auf meinen Zehen gehen, ansonsten kann er mich hören, wie ich mich in den Schatten bewege. Oh. 8888. Sieht so aus, als ob einer der Schwarzen hier das Datum von morgen ins Gefängnis geschrieben hat. Ja, es ist wahrscheinlich 1888, ne? Billy hat ihnen niemals gesagt, dass sie zurückgelassen werden sollen während der Apokalypse. 1888, das Drei-Kaiser-Jahr, fällt mir dazu ein, ne? Vater Glorious sagt immer, nur du und die wahren Gläubigen sollen in den Himmel emporsteigen. Na, ganz schön zerfallen hier. Mann, ich beginne ja giddy zu werden. Nur wenn ich an das versprochene Land denke, das von dem der Vater uns erzählt hast, wo die Sahne und das Honig, der Honig fließt. Ja, Milch, Cream and Honey. Okay, bei uns würde man sagen Milch und Honig, aber Cream ist eigentlich eher Sahne. Ja, in Strömen fließt, wo quasi Früchte überall von den Bäumen hängen und wo es nur uns Gläubige in den grünen Hügeln auf den Wiesen gibt. Oh, ein Gewitter zieht auf, wie es klingt. Ja, viele der Stadtbewohner hatten Zweifel über den Vater, besonders der George Grady. Aber ich träume immer noch davon, von dem Tag, wenn die Engel uns in den Himmel fliegen werden. Jemand muss wirklich ja mit Verstand zu George geredet haben. Warum auch an dem anderen Tag waren viele der Stadtbewohner gesagt, dass sie viel Hilfe gegen die Tempelwache brauchen. Oder gegen die Tempelwächter. And dog my cats, sagte George. George, der Verrückte. Thin I never heard in all my born days. Etwas, das ich noch niemals in all meinen Tagen gehört habe. Dass sich die Stadt quasi befreien wird von den schwarzen Häftlingen. Also, dass sie den Tempel... Nein, dass sie all die schwarzen Häftlinge befreien werden und mit deren Hilfe den Tempel, die Tempelwachen quasi, ja, bekämpfen werden. Er ist einfach nur verrückt geworden. Was genau glaubt er, tut er da? Dass er einfach nur in dieses Gefängnis marschieren wird, alles und einfach die Zellen öffnen wird? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weil ist ja keiner mehr da. Vielleicht hat das ja geklappt. Oh, es regnet. Sogar Gewitter. Ey, das sieht richtig gut aus. Richtig cool. Oh, was ist denn da? Ah, nur ein Schornstein. Ich schätze, George denkt... Dass er einfach nur dass es ein einfacher Spaziergang ist, so wie in dem Park. Er glaubt tatsächlich, dass es einfach wird, hier hinzukommen. An diese Mauern.
Tja, und dann versteckt er sich zwischen den Bäumen. Hier. Dass die Wachen ihn nicht sehen, oder was? Das sieht aus wie eine Lampe hier. Ja. Da sind Lampen. Die passen aber nicht nach 1888. Na gut. Er denkt, dass er einfach hier diese Wand hochklettert und dann hier durch das Fenster klettern wird. Und wenn George erstmal reingekommen ist, dann wird er einfach die Zellentür öffnen und die Schwarzen befreien. Und sie davon überzeugen, dass sie mit ihm gehen werden zum Tempel. Er glaubt das wirklich. Dass er quasi ja einen extra Schlüssel hat. Dass die immer noch funktionieren. Ach so, er glaubt wirklich, dass ich ihm quasi den Zweitschlüssel oder die Zweitschlüssel geben werde, die ich immer noch habe. Ja, um die Zellentür zu öffnen. Ja, so ist das gemeint. Alles klar. Was erwartet er, dass die Wächter, das ja die Gefängniswächter und die Hunde was? That the prison guards and the dogs will be asleep. Achso, was erwartet ihr eigentlich, dass die Gefängniswächter und die Hunde schlafen werden? Sie werden ihn mit offenen Armen begrüßen. Ja, hier geht's noch lang. Weiß er nicht, dass die Gefängniswächter direkt auf ihn schießen werden und auf jeden. Es wird ein blutiges Massaker werden. Wenn all die Gefangenen, die man jetzt jeweils hier rauskriegt, kann ich mir nur vorstellen. Weil wenn er all die Gefangenen wirklich hier rauskriegt, kann ich mir nur vorstellen. Imagine what they. Was die Gefängniswächter tun werden. Vielleicht würde eine Gruppe von ihnen sogar auf Stonewall losgehen. Für all den Terror, das sie ihnen angetan haben. So, wenn man alle freilassen würde. Schon was von Lost Place hier, wa? Hölle nochmal. Am Ende würdest du einfach George Gradys Körper zwischen den anderen Toten finden. Durchlöchert mit Kugeln. Selbst wenn die Gefangenen es hier rausschaffen würden. Nein, nein, nein. All das kann nicht passieren. Jemand redet besser, sehr schlau in diesen jungen George herein, um Himmels Willen. Ich werde mit ihm reden, falls ich ihn finden kann. Dann mache ich das. Ich werde meinen Weg jetzt raus aus dem Gefängnis suchen. Es ist keiner hier. Noch nicht mal außer Stonewall. Keiner wird meine Rufe nach Hilfe hören, falls er mich angreift. Das wäre schlecht. Eine Ratte ist unter uns. Ich kriege immer noch Gänsehaut hier unten, wenn ich in die Nähe von diesen Zellen komme, weil das ist da, wo sie Moses festgehalten haben. Es fühlt sich so an, als ob sein Geist immer noch hier herumläuft und dieses Gebiet heimsucht. Oh, es kommt die Moses-Geschichte.
Er war einmal ein Sklave. Er musste quasi anderen Befehle erteilen auf der Plantage. So wie seine Vorfahren es getan haben. Und er hat eine Art Hexerei oder Voodoo vor vielen Jahren betrieben. Aber er hat selber nicht daran geglaubt. Ich dachte, er wollte raus. Jetzt geht er schon wieder in eine Zelle. Der Moses von der Plantage war ja der Chef von, war der Chef von fast 100 Schweinen. Aber sie haben alle irgendwann Schweinefieber bekommen. Die Kranken. Ja, die Kranken lagen einfach nur den ganzen Tag rum auf einem Haufen. Viele von ihnen haben sich übergeben mit hohem Fieber und Durchfall. Ja, wo ist der nächste Punkt? Ach da. Ein paar Wochen später haben ihre Hinterbeine aufgehört zu funktionieren. Und alle, ja, alle Schweine, oder Hogs, was ist der Hogs? Hogs, muss ich mal nachgucken. Erst von Schweinen geredet. Ja, Schweine. Schweine, ist ein anderes Wort für Hogs. Und alle Schweine sind dann an ihrer Krankheit gestorben, auf jeden Fall. Der Besitzer der Plantage hat davon gehört und es gab Gerüchte, dass Moses, ja, dass Moses Hexenvorfahren ihn vielleicht befohlen hatte, einen Fluch über die Schweine zu legen und seine Farm. Der Richter Ravenel hat ihn hierhin geschickt für Hexerei. Nein, echt, ey. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Also wenn das wirklich damals so war. Aber wahrscheinlich schon. Oh Gott, ey. Das ist ja ganz schlecht bei hier. Moses wurde hierher geschickt, obwohl er nichts getan hatte und nichts wusste davon. Nichts über Hexerei. Es waren nur seine Vorfahren. Ein paar Monate nachdem er hier war, sind viele der Gefangenen krank geworden. Sie sind an Cholera erkrankt. Und wieder haben die Leute angefangen, Moses dafür die Schuld zu geben, für die Krankheit. Auch wenn er selber halt fast so krank geworden ist, dass er fast gestorben wäre. Viele Gefangenen sind an dieser Krankheit gestorben. Ich habe es gehasst, die Zellen zu reinigen, nachdem die Haufen der Toten, der Leichen quasi weggeschafft wurden, weil sie wollten nicht so eine schreckliche Krankheit bekommen. Lobet dem glorreichen Vater, dass ich nicht krank geworden bin während dieser Zeit. Die Wächter haben beschlossen, dass es das Beste wäre, Moses zu lynchen. Weil er wollte quasi nicht aufhören, Hexerei durchzuführen und quasi in ein anderes Camp gebracht werden. Vater Glorious hat ihm zugestimmt und hat quasi das Lynchen in der Stadt ja, für alle öffentlich zugänglich gemacht, dass alle zugucken konnten. Oh Gott, da wird ja echt schön hier schwummerig, ey. Harter Tobak jedenfalls, das Spiel. Okay, oh, wie wird schon ganz so. Guck mal. Oh.
Moses war keiner, den man beneiden würde, sagte, als sie said he done nothing to nobody. Achso. Moses was none to pleased. Also er war nicht darüber erfreut, weil er sagt, er hat nichts zu niemandem getan. Als sie quasi seine Nase um seinen Hals, nee, the noose around, als sie den ja, achso, sie wollen ihn aufknüpfen quasi, nicht lynchen, ja, also erhängen. Als sie quasi die noose ist, glaube ich, das, die Schlinge um seinen Hals getan haben, sagte er, er würde das Gefängnis verfluchen und die ganze Stadt und den alten Needle und das sind seine Vorfahren und böse Geister würden sie für immer heimsuchen. Ja, das hätte ich dann auch gesagt. Ich war da, als sie ihn aufgehangen haben. Denn es war mein Job, danach sauber zu machen. Der Ast, an dem sie ihn aufgehangen haben, ist durchgebrochen, während sie ihn aufgehangen haben. Und er ist aus einer Höhe gefallen und hat sich seine Beine gebrochen. An einer hohen Höhe, ja. Das war doch diese eine Szene, die wir da gesehen haben. Von dem Gehängten, der im Baum hing und runtergefallen ist. Sie haben seinen kaputten Körper zurückgezogen zu einem anderen Baum und haben ihn da wieder aufgehangen. Dieses Mal hat es funktioniert. Die Stadtbewohner haben applaudiert und ich erinnere mich besonders an das Lächeln von dem Bauern Jim in seinem Gesicht. Die Erinnerung an den hängenden Körper mit seinen Augen, die herausquollen, verfolgt mich jeden Tag. Ich habe immer gefürchtet, dass dieser Fluch vielleicht die Dämonen herbeigebracht hat und die bösen Geister in diesem Gefängnis und der Stadt und dass vielleicht jeder direkt in die Hölle gezogen wird. In drei Shakes of a Sheep's Tail. So sagen sie, geht es. Okay, wir sind wieder draußen. Sein Fluch ist, dass diese Stadt leiden soll und quasi alles wahr werden wird. The Prolly, keine Ahnung. Goodness gracious sakes. Ich muss zu dem Tempel gehen und dem Vater Glorious alles darüber erzählen. Nur ihm allein, nur er allein kann uns retten. Das ist der Grund, das ist das, was er immer sagt in seinen Zeremonien. Na, let's go. Vielen Dank, dass du die Alpha-Version gespielt hast. Okay, wir bekommen kein Ende. Wir würden gerne dein Feedback hören und die Kritik, weil wir immer noch die folgenden Kapitel des Spiels entwickeln. Okay. Also, wie gesagt, harter Tobak. Ich habe damit nicht gerechnet, dass es in so eine Richtung abdriftet. Ich dachte, es wäre mehr so fiktionaler Horror, aber der reale Horror ist halt real. Und so oder so ähnlich wird sich sicherlich in der Zeit abgespielt haben, in den südlichen USA. Und ich fand es trotzdem sehr atmosphärisch und was mich ein bisschen genervt hat, war halt dieser Slang in der Sprache. Das hat es sehr schwierig gemacht für mich, da eine passende Übersetzung zu finden. Noch schwieriger als sonst. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem gut verstehen. Könnt mir gerne mal eure Meinung zum Spiel sagen, wie ihr das so seht. Aber ich finde halt den Style von dem Spiel ziemlich cool mit diesen 3D-Umsicht und dann hast du die Sounds dabei. Jetzt auch ein bisschen Animation. Also ich kann euch Waterfall House wirklich empfehlen. Da war die Atmosphäre wirklich sehr dicht und die Story auch sehr interessant. Könnt ihr mal reingucken, habe ich euch jetzt zum Ende hier verlinkt.
und bewertet bitte das Video, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann vielleicht wieder, wenn es die Vollversion von dem Spiel geht oder die weiteren Kapitel. Ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich denke mal, ich werde auch Feedback da lassen. Bis dann, haut rein. Ciao.